willkommen bei den Brettspieltestern. Wir sind nach wie vor in Essen und sind noch bei Schmidt-Spiele am Stand. Jetzt haben wir hier Willi. Hallo Willi. Hallo. Wir haben kurzfristig mal die Besetzung gewechselt. Und wir gucken uns jetzt das nächste Spiel an, und zwar ist das Bricks. Und zwar ist das von Wolfgang Warsch. Der ist ja kein Unbekannter, der hat zum Beispiel schon die Quacksalber von Quedlinburg gemacht, was jetzt zum Kennerspiel des Jahres 2018 geworden ist. Jetzt sind wir doch mal überrascht, oder wir freuen uns mal drauf, was denn jetzt rausgekommen ist. Ja, also bei Bricks, dem neuen Spiel von Wolfgang Warsch, geht es darum, es würfelt wieder einer und alle anderen müssen mit diesem Wurf irgendwas anfangen. Das heißt also, es ist immer, sind alle Spieler involviert und wollen entsprechend Punkte machen. Punkte macht man, indem man Steine, die von oben runterfallen, wie in dem bekannten Computerspiel, die man hier platzieren muss. Ja? Es wird mit beiden Würfeln gewürfelt und das wäre jetzt dieser Stein, den jeder benutzen muss. Also jeder muss jetzt die grüne 2 benutzen. Das heißt also, man hatte die Möglichkeit, den jetzt hier so reinfallen zu lassen und dementsprechend hier anzukreuzen. Also hier diesen Stein so zu benutzen. Der gefällt mir aber nicht, das heißt, ich möchte lieber den haben. Das heißt also, ich kann innerhalb der Leiste um 1, 2 oder 3 Schritte variieren. Also wenn ich jetzt lieber den haben möchte, würde ich den so einzeichnen. Ist klar, dass man nicht 2, sondern das ist jetzt nur fürs Zeigen, dass ich jetzt an 2 Stellen das gemacht habe. Das kostet mich aber einen Energiepunkt. Aha. Energiepunkte pro Verschieben des Chips kostet einen Energiepunkt. Und wenn ich den um 1 Feld verschiebe, dann hätte ich dieses Feld erreicht und könnte den dann so einzeichnen. Wie? Wo kriege ich die Energiepunkte her? Ja, das ist die nächste Frage. Energiepunkte bekomme ich dann, wenn ich diese farbigen Punkte abdecke. Ah. Setze ich einen farbigen Punkt hier, also wenn ich jetzt zum Beispiel den hier reinsetzen würde, den Dreier von oben, also der wäre ja hier drin, dann hätte ich diesen Punkt zugedeckt, bekomme dafür einen Energiepunkt freigeschaltet. Okay. Auch wenn das eine andere Farbe ist? Das ist egal, wenn es die gleiche Farbe ist, kriege ich sogar 2 Energiepunkte. Ah. Ja, das ist also der Vorteil, wenn es die gleiche Farbe ist. So ist es so, wenn ich einen Punkt abdecke, einen Energiepunkt, ist es die gleiche Farbe, bekomme ich sogar 2 Energiepunkte. Was versuche ich zu erreichen? Ich versuche, komplette Reihen zu füllen, wie im Computerspiel auch. Und zwar, wenn ich es später schaffe, 10 Kreuze in einer Reihe zu machen, also die Reihe komplett zu füllen, sind das 5 Siegpunkte. Fehlt einer, immer noch 2 Siegpunkte. Fehlen 2, ist immer noch 1 Siegpunkt. Aber mehr als 2 dürfen nicht fehlen, damit ich überhaupt noch Punkte bekomme. Die Punkte werden am Ende des Spiels ausgewertet. Hier in dem Bereich kriege ich sogar doppelte Siegpunkte. Hier sogar 4-fach. Ah ja, okay. Gut. Dann gibt es noch die Möglichkeit, mehrere Reihen gleichzeitig zu füllen. Als Beispiel, ich habe jetzt das hier geschafft und habe den hier eingezeichnet und habe dann später eventuell, ich mache es jetzt einfach mal, den hier eingezeichnet, habe das geschafft und hätte jetzt, wenn hier der passende Stein hinkommt, 2 Reihen gleichzeitig gefüllt. Ich mache jetzt einfach hier auch nochmal ein, damit man sieht, wie das Ganze funktioniert. Hätte damit 2 Reihen gleichzeitig gefüllt. Wenn jetzt zum Beispiel der von oben reinfällt oder wenn ich den grünen benutzen könnte, weil der grüne würde mir ja hier 2 Reihen gleichzeitig füllen, dann bekomme ich in dieser Reihe Kreuze und am Ende der Runde, am Ende des Spiels wird geguckt, welchen Punkt habe ich hier erreicht. Das sind auch nochmal Siegpunkte, die ich bekomme. Das heißt, ich versuche möglichst auch viele Reihen gleichzeitig zu füllen. Genau wie im Computerspiel auch. Was ja nicht ganz so einfach ist. Das ist richtig, weil es kommen ja nicht die Steine, die man gerne hätte, genau, sondern man muss mit dem arbeiten, was gerade von oben runtergefallen ist. Das ist aber der Vorteil des Startspielers. Derjenige, der aktiver Spieler ist, darf sagen, der Wurf gefällt mir nicht, ich möchte nochmal neu würfeln und würfelt dann das aber auch wieder für alle. Ah, ja. Und für sich selber auch.
Ich kann aber hingehen und sagen, den Stein will ich gar nicht haben, ich bomb den weg und kostet mich aber auch Siegpunkte. Hat man dann nur 3 Bomben oder kann man auch bomben? Nur 3 Bomben. Ja. Was ich noch machen könnte, wäre für 5 Energiepunkte, ist natürlich relativ teuer, einen beliebigen Stein zu nehmen. Nehmen wir mal an, ich habe wirklich das geschafft, dass mir nur noch der fehlt, um diese Punkte zu bekommen. Dann würde ich natürlich sagen, okay, ich gebe jetzt die 5 Energiepunkte ab, um mir den Stein ganz einfach selbst einzeichnen zu können. Das ist Bricks. Spielende, wenn alle Spieler bis zu oben sind und nicht mehr anlegen können. Hört sich ja nach einem schönen Roll-and-Write-Spiel an. Mhm. Nach ganz schön clever ja wieder ein schönes Roll-and-Write-Spiel von Wolfgang Warsch. Ja, so ist es. Wobei, ganz schön clever würde ich auch ein bisschen schwieriger einschätzen, oder? Wie siehst du das? Ganz schön clever ist auf jeden Fall schwieriger, weil es halt ganz einfach dadurch, dass man die verschiedenen Farben hat und diese Boni versucht zu bekommen. Es ist schon entscheidend, welchen Würfel nehme ich zu welchem Zeitpunkt und lege ihn an welche Stelle. Also das ist... weil auch der Weiße ja ein Joker ist und also ganz schön clever, muss man schon ganz schön clever sein, um viele Punkte zu kriegen. Wie der Name schon sagt. So ist es, ja. Gut, das war dein erster Bricks und dann sehen wir uns gleich beim nächsten Spiel wieder. Bis gleich.